Sehr geehrter Herr Baum, bei einem Mann wie Ihnen weiß man nicht, wo man anfangen soll, um seine Verdienste für die Gesellschaft auch nur annähernd zu beschreiben, seine Ämter aufzuzählen und seine Leistungen abzubilden. Es wäre eine lange Liste und dennoch würde sie ihm nicht gerecht werden. Wir versuchen es dennoch. Gerhard Baum, Bundesminister von 1972 bis 1994 und Mitglied des Deutschen Bundestages, ist Rechtsanwalt, Publizist, Bürger und Menschenrechtler. Gerhard Baum war für die UNO tätig und befasste sich als Bundestagsabgeordneter mit Bürgerrechten, Umweltschutz und Kulturpolitik. Heute ist er in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen tätig und nimmt zu Tagesgeschehen und zu den grundlegenden Fragen der Entwicklung der Demokratie Stellung, wie jüngst zur Debatte um die deutsche Leitkultur. Unabhängig davon, ob pro oder contra, immer sind die Beiträge von einer jeweiligen profunden Wesensschau des humanen und freiheitlichen und auch in der Sache treffsicheren Argumenten geprägt. Gerhard Baum prägt Politik und Geschichte aus einer Generation heraus, die den Zweiten Weltkrieg und das Hitlerreich erlebte und nach dem Niedergang ein neues Deutschland aufbaute. Ohne Narzissmus, Diktatur und Krieg und in einem Geist von menschlicher Werthaltigkeit und Freiheit eine Aufgabe, die politisch, wirtschaftlich und geistig-kulturell höchst unterschiedlich angegangen und gemeistert wurde. Auch heute gilt es wieder angesichts der vielen Probleme in und mit der Demokratie für ihre Sicherung und Entwicklung nicht nur als Ordnung, sondern auch als funktionierender Rechtsstaat und Alltagsgut als demokratische Kultur zu streiten. Dies ist erforderlich und diese Aufgabe hat sich Gerhard Baum immer verschrieben. Neben den vielen Ehrungen, die Gerhard Baum erfahren hat, kommt nun eine vergleichsweise kleine Auszeichnung hinzu, vielleicht sogar die kleinste, die uns aber und allen damit in Verbindung stehenden sehr wichtig ist. Gerhard Baum wird Exit Deutschland Botschafter 2017. Wir danken ihm für die vielen Jahre, in denen er in besonderem Maße mit der Initiative Exit Deutschland verbunden ist. Gerhard Baum hat uns auf diesem Wege stets in besonderer Weise begleitet und unterstützt, denn immer war Gerhard Baum mit den Fragen des Extremismus als Angriff auf die menschlichen Grundwerte und demokratische Kultur befasst. Als Bundesinnenminister ebenso wie heute. In einer Zeit neuer und anwachsender Bedrohung durch die verschiedenen extremistischen Kräfte. Ich denke, die Auseinandersetzung mit der Roten Armee-Fraktion und anderen Linksextremisten sowie mit dem zeitgleichen Rechtsterrorismus, der heute ausschließlich mit dem NSU verbunden wird, aber viele Vorläufer und Vorbilder hatte, ja. Und auch dort staatliche Behörden eine nicht selten problematische Rolle einnahmen, wie das Oktoberfest-Attentat zeigte. In der Auseinandersetzung mit dem Extremismus suchte er nie die Lösung im Exzess oder im Ausnahmezustand, sondern war stetig ein Mann der Besonnenheit und Angemessenheit, zugleich der Konsequenz und der Vermittlung da, wo dies möglich erschien. Und er setzte auf die Kraft der Demokraten, politisch und im Alltag. Diese differenzierende und auf den inneren Frieden der Demokratie und wertgebundene Freiheitlichkeit gerichtete Haltung, ohne Duldung von ideologischem Hass und Gewalt, ist für alle Mitstreitenden von Exit Deutschland ein Vorbild. Einem ehemaligen Feind auch die Hand reichen zu können, ihn in die Gestaltung der Demokratie mitzunehmen und dies nicht nur, wenn es die taktische Lage erfordert, darin unterscheidet sich Gerhard Baum von vielen ehemaligen und gegenwärtigen Politikerinnen und Politikern. Gerhard Baum geht es um jeden Menschen, der sich an der Würde, Freiheit und Gleichwertigkeit orientiert, auch um jene, die das vormals in Abrede gestellt haben und das heute aus gutem Grund besser wissen. Und damit möchte ich Gerhard Baum nun mit der Auszeichnung zum Exit-Botschafter von Herzen danken. Ja. Ich gebe Ihnen das einfach mal so. Schön. Ja, Herr Wagner, ich habe mich über diese Auszeichnung sehr gefreut. Es ist eine gewichtige. Denn das Thema, das uns beide interessiert, ist ein sehr wichtiges Thema. Und Sie haben das schon lange erkannt. Und ich habe in mein politisches Leben
verbracht, auch in einem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Wie leben wir unsere Demokratie? Ich höre so viel vom starken Staat. Unser Staat ist stark durch eine starke Demokratie. Ja. Wie leben wir unsere Demokratie? Wie leben wir unser Grundgesetz? Das Grundgesetz ist die geronnene Erfahrung unserer Geschichte, die Konsequenz aus unserer Geschichte. Und wir leben ja jetzt die Erfahrung in einem vereinten Land, das kommt hinzu, dass wir einen Teil unseres Landes haben, in dem die Menschen die Freiheit erkämpft haben. Es geht also um die Freiheit in dieser Gesellschaft. Und ich bin ganz gerührt, wie Sie mein Wirken hier sehen und in Erinnerung gerufen haben. In der Tat geht es mir darum, dass wir bei der Verteidigung unserer Freiheit diesen Maßstab nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Und dass wir also nachspüren, was geschieht eigentlich in unserer Gesellschaft. Wir stehen ja in ständigen Herausforderungen. Wie wenden wir das sittliche Gebot der Menschenwürde, der unantastbaren Menschenwürde, auf die unterschiedlichen Entwicklungen unserer Gesellschaft im Laufe der Jahre? Das ist eine ständige Herausforderung. Und Sie haben sich einem Thema verschrieben, das ich für außerordentlich wichtig halte. Ich habe schon damals in der Zeit des RAF-Terrorismus größten Wert darauf gelegt, einen Blick auf die Gesellschaft zu richten, einen Blick auf die Menschen zu richten, die Täter geworden sind oder in der Gefahr standen, Täter zu werden. Also diesen gesellschaftspolitischen Zusammenhang deutlich zu machen, das Individuum zu sehen. Wo kommt es her? Warum verhält es sich so? Und deshalb ist für die Kriminalitätsbekämpfung die Prävention eine ganz wichtige Komponente, eine unterschätzte, ganz wichtige Komponente. Nach jedem Anschlag erleben wir ja eine Kaskade von Forderungen, was alles noch an Gesetzen geändert werden muss. Selten steht das Prinzip der Prävention so im Vordergrund, wie ich mir das wünsche. Sie machen das Vorbild. Und deshalb haben Sie auch von Anfang an meine Unterstützung gehabt und ich werde alles tun, dass mit meinen bescheidenen Kräften, dass diese Komponente noch sichtbarer wird, noch wirkungsvoller wird. Taten zu verhüten ist doch viel wichtiger als aufzuklären, wer Täter gewesen ist. Taten zu verhüten, und das bedeutet, man muss in die Köpfe der Menschen rein, man muss sich einfühlen in die Umgebung, in die Familie. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist. Aber Sie haben ja im Laufe der Zeit, auch jetzt mit Mansur im dschihadistischen Bereich, haben Sie solche Erfahrungen gesammelt, die uns helfen, Menschen zurückzubringen in den Konsens unserer Demokratie oder zu verhüten, dass sie den verlassen. Also Brücken zu bauen, den Rückkehrern. Ja? Genau nachzuforschen, was hat sie verführt. Ja? Also die Verführten, wenn sie es ernst meinen, wirklich wieder zurückzuholen, in diese Gesellschaft, ihnen eine Chance zu geben. Und denen, die gefährdet sind, zu sagen, dass sie das Glück ihres Lebens aufs Spiel setzen. Nicht wahr? Deshalb die RAF-Terroristen, viele von denen haben erst spät gemerkt, dass sie ihr ganzes Leben aufs Spiel gesetzt haben, dass sie für 20 Jahre, 25 Jahre ins Gefängnis gegangen sind. Also das ist eine so humanitäre Aufgabe, die sie wahrnehmen, im Interesse der Menschen, dass man nur wünschen kann, dass sie noch viel stärkere Unterstützung bekommen. Und ich werde das als Ansporn sehen, Ihnen ein bisschen dabei zu helfen. Vielen Dank. Ja? Jetzt ist es drauf oder so muss man mal machen? Alles drauf. Jetzt sagen Sie bloß, der Ton ist nicht da. Nichts aufgenommen, das kann ich auch. Von vorne? Also ich höre es gerne. Wir fangen nochmal an, aber jetzt muss es klappen.